Ach, schaut euch diesen wunderschönen Himmel an. Sieht doch fantastisch aus. Tja, und genauso fantastisch wird es jetzt ein bisschen, denn ich will euch jetzt den ND-Filter zeigen, den was ich mir halt für meine Kamera gekauft habe. Und dazu packe ich mal aus. So, und wie ihr sehen könnt, haben wir hier das gute Stück. Ich finde eine schöne Verpackung und natürlich halt leicht zu öffnen. Einmal das Logo, dann so, die Tasche. In so einem halt Fake-Leder-Optik. Also ich würde mal sagen, ja, sieht aber trotzdem gut aus, finde ich. Macht schon was her. Und das Geile ist halt, da drin haben wir das. Und das, weil wir, es wäre ja lästig halt jedes Mal da rauszuziehen, gibt es hier eine kleine Schlaufe. Und wenn man hier anzieht, tada, kommt ein ND-Filter raus. Und das ist er. Und ich muss sagen, ist schon mal nicht schlecht. Und dieser ND-Filter ist natürlich halt für meine Sony-Kamera gedacht und wird auf jeden Fall, glaube ich, gute Dienste machen. Anbringung ist ganz einfach. Man nimmt den ND-Filter. Tja. Und schraubt den. Ja. So, jetzt passt. Und schraubt den einfach mal an und kann dann mit diesem kleinen Rädchen hier den Blendenring öffnen und schließen. Für die Leute, die was jetzt nicht genau wissen, variabel. Der ND-Filter hat hier eine Skalierung. Und da kann man einstellen, wie weit die Blende abdunkelt. Also der ND-Filter. Geht halt drauf bis, ja, ND400. Das ist halt schon ziemlich stark. Und ND2, das ist halt ein bisschen weniger. Also das heißt im Prinzip, das Licht wird rausgefiltert und je mehr Licht man rausfiltert, umso dunkler wird das Bild. Es ist natürlich praktisch halt so, wie jetzt draußen die Sonne scheint und damit halt das Foto oder das Video, was ich halt mit der Kamera aufnehme, nicht überbelichtet ist, entfernt der ND-Filter halt das Licht. Finde ich ganz praktisch und wird heute auf jeden Fall mal auch praktisch getestet. Ich habe schon, ich sag mal, Wohnzimmertest gemacht, also einfach nur zu Hause, ja, gesessen und dann mal geschaut, also. Aber ich bin schon wirklich gespannt dann halt auf die Fotos, die was ich damit mache. Die Sicherheitskappe, ich geht da nicht mehr rauf. Naja. Gut, ich würde mal sagen, dann bin ich mal mit den quasi Vorbereitungen fertig. Jetzt packe ich noch alles zusammen und dann gehe ich jetzt mal frühstücken.